Bam, herzlich willkommen bei den Berserker Brothers. Heute wieder zu unserem ultimativen, meisterhaften Format. Rate the Substance, meine Rate Freunde. Rate the Substance, Leute. Bei Rate the Substance geht es darum, dass wir uns eine Substanz reinziehen und diese anhand von unseren wunderbaren Kriterien bewerten. Ein Stern schlecht, 5 Sterne top. Die heutige Substanz ist DMAA, auch zu finden in vielen Boostern, also Pre-Workout. Und die Drofi-Booster, sagt man noch dazu. Die guten Drofi-Booster. Ja, let's go. Feeling, wenn es wirkt. Also Feeling, wenn es wirkt. Du merkst, du wirst langsam, also du wirst schon hibbelig. Ne? Mhm. Also dein Herz pocht und du weißt, dass es jetzt hier wirkt. Ne? Das kommt immer näher, sag ich mal. Und ja, da fühlt sich eigentlich relativ gut. Schon auf ein gutes Level, dass du jetzt alles drücken kannst, alles überwältigen kannst. Deswegen verleihen wir dem Feeling eines DMAA-Boosters schon stolze 4 Sterne, meine Freunde. Stabil, 4 Sterne. Stolze. Hast du bei der Kraftsteigerung irgendwas gemerkt? Also Kraftsteigerung auf jeden Fall. Du kannst dich, also du hast immer mehr Kraft mit einem DMAA-Booster als ohne, auf jeden Fall sagen. Also gibt es auf jeden Fall schon eine Steigerung. Ja, du hast auf jeden Fall eine gute Steigerung drin. Deswegen, Kraftsteigerung kann ich schon sagen, dass du da locker deine 5 Sterne verleihen könntest. 5 Sterne? Yes. Krass, okay. 5 Sterne drauf. Stabile 5 Sterne. Bei der Ausdauer, gab es da auch so eine Veränderung oder? Also Ausdauer, die ist auf jeden Fall High Class. Das ist auch, ich sag mal so, auch gut dafür gemacht, dass du auch lange trainieren kannst, auch Cardio vielleicht effektiver trainieren kannst. Deswegen würde ich sagen, Ausdauer würde ich auch 5 Sterne verleihen. Auch 5 Sterne. Alles klar. Yes. Also Kraft 5 Sterne, Ausdauer 5 Sterne. Genau. Let's go. Wie ist es mit dem Pump aus? Gab es da einen Unterschied? Also vom DMA. Ist es also von einem Booster, der aktiv macht, würde ich jetzt sagen, nicht. Aber manchmal ist halt der Booster auch mit so einer Sache wie Arginin und sowas gemixt. Ja. Deswegen kann ich das jetzt nicht so gut beantworten, aber ich würde es an sich, also vom reinen an sich, würde ich sagen, der Pump ist nicht da. Ja, ne? Also kein großer Unterschied. Kein großer Unterschied. Wie viele Sterne? Ja, will ich einen Stern verleihen. Alles klar. Wie sieht's aus mit der Anfängerfreundlichkeit? Was würdest du sagen? Ja, da würde ich sagen, lieber noch nicht. Also auf jeden Fall noch nicht, würde ich sagen. Also für Anfänger eher nicht geeignet? Nee, auf keinen Fall. Weil die übertreiben ja gern. Also wenn man jetzt anfängt zu trainieren, man ist ja übermotiviert und dann knallt es halt 1 Löffel, dann 3 Löffel. Das könnte gravierende Folgen haben, dass du im Krankenhaus landest. Also habe ich auch oft schon mal miterlebt, dass die dann mit einem Krankenwagen abgeholt wurden. Deswegen würde ich sagen, anfängerfreundlich 1 Stern. Alles klar. Wie sieht's mit der Libido aus? Hast du da irgendwas? Libido gar nichts. Nee, kannst sofort 1 Stern kloppen. 1 Stern. An sich, ne. Kosten? Kosten, ja, eigentlich ist okay. Mhm. Kosten, ja, kannst du ja eigentlich theoretisch aus Holland und sowas holen. Ist eigentlich okay. Deswegen würde ich sagen, Kosten sind 4 Sterne. Alles klar. Was sagst du zu den Nebenwirkungen? Ja, Nebenwirkungen hast du auch da natürlich Schlaflosigkeit. Je nachdem halt, wann du es nimmst, deswegen würde ich sowas immer empfehlen, mittags zu nehmen, bis 18 Uhr und danach würde ich es auf jeden Fall nicht empfehlen. Mhm. Also wie gesagt, mit einer Diät halt, hast keinen Hunger, also dann nach dem Training isst du auch erstmal nichts. Das Miese auch dann ist, kriegst du so eine Down-Phase, nennt sich das. Dann bist du so, alles ist leicht Depri. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, Nebenwirkungen auf jeden Fall einen guten Stern. Ein Stern? Alles klar. Ja. Das war's dann erstmal mit DMAA. DMAA. Beziehungsweise Pre-Workout-Boostern. Und wir kommen jetzt zum Endresultat. So, wir kommen zum Endresultat für DMAA, beziehungsweise Pre-Workout-Booster mit DMAA. Feeling, wenn es wirkt, 4 Sterne. Kraftsteigerung, 5 Sterne. Ausdauerverbesserung, 5 Sterne. Pump, 1 Stern. Anfängerfreundlichkeit, 1 Stern. Libido, 1 Stern. Kosten, 4 Sterne. Und Nebenwirkung, 1 Stern. Das macht am Ende 3 Sterne. 3 Sterne, meine Freunde. So, das war's jetzt mit unserem Video. Checkt unsere Seite ab, www.berserkerlifestyle.de. Ansonsten checkt uns auf Insta ab, Danikus_Jackson. Und Benjikus ist auch dabei. Und kommt in unsere Community rein. Berserker_fit auf Instagram. Schreibt uns gerne, wir freuen uns auf euch. Alles klar.